allen Mitbürgerinnen und Mitbürgerinnen von Essingen ein gutes, gesundes und glückliches neues Jahr. Auch von meiner Seite den Bürgern aus Essingen ein gutes, gesundes und zufriedenes neues Jahr. Viel Glück. Auch von mir für alle Bürger in Essingen ein gutes, gesundes neues Jahr 2018. Ein gutes neues Jahr 2018. Viel Erfolg und Gesundheit für alle Bürgerinnen und Bürger. Die Ortsbürgermeisterin von Essingen, Susanne Volz, begrüßte zum Neujahrsempfang 2018 die Würdenträger der Gemeinde, der Verbandsgemeinde sowie die Vertreter der anwesenden Vereine und Verbände und die versammelte Bürgerschaft Essingens. Auch gedachte sie der Verstorbenen des vergangenen Jahres und richtete an erkrankte Mitbürgerinnen und Mitbürger beste Genesungswünsche. Aber lauschen wir ein wenig ihrer Rede. In diesem Jahr habe ich mich mit dem Experiment der Seelenruhe beschäftigt. Dieser Geisteszustand hat bereits viele Geistesgrößen schon in der Antike beschäftigt. Genannt werden können hier zum Beispiel so Philosophen wie Epikur von Samos oder der Philosoph und Staatsmann Seneca. Doch wie kann man sein Leben gestalten, ohne Gefahr zu laufen, erschüttert zu werden? Zumal Epikur besonders eifrigen Schülern gleich einen Dämpfer verpasste, da er sagte, dass man Seelenruhe weder lernen noch durch gezieltes Training erwerben könne. Und nun? Die Idee dahinter besagte, dass man sein Leben so weit wie möglich nach dem Prinzip der Seelenruhe ausrichten sollte. Dann würde man schon sehen, was passiert. Schon der Autor Reinhold Niebuhr sagte einmal: Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Menschen, die im üblichen Sprachgebrauch nicht als Helden gefeiert werden, haben schon einen großen Schritt in diese Richtung getan. Manchmal erkennen wir sie nicht gleich, aber sie sind da. Und das ist heute auch mit ein Grund, warum ich in diesem Jahr, unabhängig von der Medaillenehrung, unsere örtliche Nachbarschaftshilfe gebeten habe, am Neujahrsempfang anwesend zu sein, um Ihnen Dank und Anerkennung auch einmal an dieser Stelle auszusprechen. Wir werden alle hoffentlich älter und auch alt, und nicht jeder von uns wird dann in der glücklichen Lage sein, alle Dinge des Lebens allein regeln zu können und erledigen zu können. Und genau hier kommt unsere Nachbarschaftshilfe ins Spiel. Sie engagieren sich ehrenamtlich und vorrangig, unseren älteren Bürgern das Leben etwas einfacher, schöner und lebenswerter zu machen. An dieser Stelle möchte ich allen ein ganz großes Dankeschön aussprechen, und ich darf auch gleichzeitig die Bitte äußern, wer sich berufen fühlt, das ein oder andere Mal die fleißigen Menschen zu unterstützen. Das sind oft gar nicht die großen Dinge, ich habe es ja vorgelesen, es geht manchmal nur um Kleinigkeiten. Darf sich gerne bei Antje Braun melden. Sie sind immer noch froh, wenn Sie noch ein paar Mitstreiter dazu bekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wie es traditionell am Neujahrsempfang immer üblich ist und auch schöner Brauch ist, möchte ich aber auch heute wieder eine Person mit der Wolfgang von Dalberg-Medaille ehren. Und ich bitte Alfred Stoll zu mir nach vorne. Alfred Stoll kann auf eine ganze Litanei von ehrenamtlichem Engagement zurückblicken. Und ich denke, das ist es allemal wert, das mal der Bevölkerung gut zu tun. So viel jahrelanges Engagement. Und ich denke, es waren auch bestimmt anstrengende Zeiten dabei, gerade mit Familie und eigenem landwirtschaftlichen Betrieb. Trotzdem, lieber Herr Stoll, haben Sie sich die Zeit genommen, für die Allgemeinheit und den Ort sich zu engagieren. Ich wünsche Ihnen im Namen der Bürgerschaft noch ganz viel Gesundheit, Zufriedenheit im Kreis Ihrer Familie, und ich denke, das ist jetzt mal einen großen Applaus wert.
Lieber Stull, ich glaube, Sie haben gemerkt, der langanhaltende Applaus würdigt, was Sie gemacht haben, alles im Ort. Und ich hoffe, dass Sie uns noch lange bei guter Gesundheit erhalten bleiben. Ich darf Ihnen die Urkunde überreichen, in dem all diese Zahlen und Daten aufgeführt sind in Anerkennung Ihres langjährigen ehrenamtlichen Engagements. Dann werden alle Zahlen noch einmal aufgeführt. Wird Herrn Alfred Stoll die Wolfgang von Dahlberg Ehrenmedaille der Gemeinde Essingen verliehen. Wir danken damit für die beispielhafte Mitwirkung in unserem Ort und wünschen noch viele Jahre in Gesundheit und Wohlergehen. Essingen, 14. Januar 2018. Vielen Dank. Wir haben im vergangenen Jahr einiges auf den Weg gebracht, haben unsere Kehre, den Kinderfasching, den Martinszug, den Seniorennachmittag, die Dorfweihnacht und zahlreiche sportliche, musikalische und kulturelle Veranstaltungen mit großem Engagement unserer Vereine und zur Begeisterung vieler Besucher durchgeführt. Ganz deutlich erkennbar ist auch die Umgestaltung, die jetzt endlich auf unserem Friedhof stattfindet. In Kürze, jetzt im Frühjahr, werden auch die Pflanzarbeiten beginnen. Die Ausschreibungen für Wegebau und Gemeinschaftsgräber sind am Laufen. Wir werden dann in relativ naher Zukunft Bestattungen in Gemeinschaftsgräbern, Wiesen sowie Baubestattungen und das alles in anonymer wie auch nicht anonymer Form anbieten können. Leider waren wir im letzten Jahr auch ein paar Mal negativ in der Presse und mussten uns daraufhin mit uralten Verträgen und einer Glocke aus der Kriegszeit befassen. Wir werden jedoch auch noch eine Menge Geld in unsere Kindertagesstätte investieren müssen. Ebenso müssen wir uns mit dem Einbruchschutz für diese Halle und für den Kindergarten beschäftigen, da wir da auch leider des Öfteren heimgesucht werden. An dieser Stelle möchte ich mich hier auch noch einmal bei den Mitgliedern des Gemeinderates und aller Ausschüsse bedanken, die gemeinsam mit mir ihre Zeit, ihre Kreativität und Energie einsetzen, um in unserem Ort etwas zu erreichen, um uns voranzubringen und etwas zu bewegen. Ebenso geht wie alle Jahre wieder, aber darum nicht weniger herzlich und dankbar, auch ein Dankeschön an die Mitbürger, die sich um die Verschönerung und Instandhaltung von Ställen im Dorf und in der Flur kümmern. Ebenso ein Dankeschön an unsere zwei Gemeindemitarbeiter, die immer allzeit bereit sind und ich denke allen, die sich hier auch ehrenamtlich einsetzen, ein großer Applaus an dieser Stelle. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Essingerinnen und Essinger, einen ganz herzlichen Gruß an Sie alle. Ich freue mich, dass ich mal wieder bei einem Jahresempfang in Essingen dabei sein kann. Meistens haben wir ja auch am gleichen Tag. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt mal eine Woche versetzt den Neujahrsempfang durchführen. Ich wünsche Ihnen für das neue Jahr alles Gute. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Start und bleiben Sie gesund, haben Sie Glück. Und möge alles das in Erfüllung gehen, was Sie sich für das neue Jahr vorgenommen haben. Ja, ein Neujahrsempfang ist ja immer wieder Gelegenheit, Rückblick zu halten und auch für die Verbandsgemeinde Rückblick zu halten. Und hier standen wir natürlich auch im letzten Jahr vor grundlegenden Herausforderungen, die auf uns zukamen. Der gesellschaftliche Wandel entwickelt sich fort und deswegen braucht man auch neue Ideen, um diesen neuen Herausforderungen entgegenzutreten. Das haben wir zusammen mit dem Verbandsgemeinderat immer sehr gut getan. Deswegen ein ganz herzliches Dankeschön an alle anwesenden Verbandsgemeinderatsmitglieder. In diesem Sinne nochmals alles Gute für das neue Jahr 2018. Guten Abend, liebe Essinger, auch ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Das Jahr 2017 war ein sehr aufregendes und spannendes Jahr. Nicht nur für mich, sondern auch für die meisten Winzer. Ich war zwar über den Herbst in Italien, aber auch dort fiel der Ertrag deutlich schlechter aus als in den letzten Jahren, da das Sommer sehr heiß war und es monatelang nicht geregnet hat. Auch in unserer Region war der Ertrag nicht so hoch,
dennoch wurden wir größtenteils vom Frost und dem späten Hagel verschont. In meinem Amt als Weinprinzessin durfte ich viele interessante und einprägende Momente erleben. Ich durfte zum Beispiel bei der kulinarischen Weinprobe mit dem Winzer zusammen deren Weine präsentieren und leckeres Essen genießen. Auch für die Winzer in Essingen geht ein erfolgreiches Jahr zu Ende. Die Winzer aus Essingen erhielten 8-mal Gold, 30-mal Silber und 22-mal Bronze in Form der Kammerpreismünze. Dazu meine herzlichen Glückwünsche. Ich wünsche Ihnen allen ein gesundes, erfolgreiches und friedvolles Jahr 2018. Da Sie jetzt leider noch keine Gläser haben, sage ich meinen Trinkspruch trotzdem schon mal und wir können dann nachher gemeinsam zusammen anstoßen. Drei Dinge sind's, die ergeben den Wein: die Erde, die Rebe, der Sonnenschein. Doch wenn die Arbeit des Winzers nicht wär, dann blieb der schönste Becher leer. Zum Wohl! Ja, vielen Dank für die schönen Worte. Ich habe vorhin gesagt, das ist das Schöne an dem Job der Weinprinzessin. Sie kriegt immer sofort, wenn sie kommt, ein Glas in die Hand gedrückt. Und jetzt hören wir uns nochmal an der Musik von Agua Nova erfreuen. Viel Vergnügen damit.